Herzlich willkommen zum fünften Input, bei dem wir uns mit dem Thema Variablen beschäftigen werden. Was ist die Zielsetzung dieses Inputs und der zugehörigen Übungen? Sie können mittels Variablen Objekte und Eigenschaften einer abstrahierten, vereinfachten Welt modellieren. Sie haben eine erste Vorstellung von Variablen erworben, die Sie visuell und sprachlich formulieren können. Was ist der Zweck von Variablen? Sie verwalten und speichern Sachen. Das klingt nun mal nicht sonderlich spannend. Nun denken Sie mal darüber nach. Ihr Computer könnte gar nicht speichern. Wie sinnvoll könnten Sie ihn dann noch nutzen? Sie kennen wahrscheinlich den Begriff Variable auch schon aus anderen Kontexten, beispielsweise aus den Sozialwissenschaften. Hier eine Zusammenfassung einer Studie. Wenn Studentinnen regelmäßig die Präsenzvorlesung besuchen, dann erzielen sie höhere Leistungen in der Prüfung. Hier wird typischerweise gesagt, okay, die Ausprägung, wenn Studentinnen regelmäßig die Präsenzvorlesung besuchen, ist hier die unabhängige Variable und dann das, was quasi nachfolgend kommt. Dann erzielen sie höhere Leistungen in der Prüfung, wer die abhängige Variable, die untersucht werden soll. Sie kennen wahrscheinlich aber auch den Begriff Variable aus dem Fach Mathematik. Hier ist links einmal die erste binomische Formel zu sehen. A plus b in Klammern zum Quadrat ist a Quadrat plus 2ab plus b Quadrat. Hier sind a und b Variablen dieser Gleichung. Und die Idee ist hier, dass eine Variable eine unbestimmte ist. Das bedeutet im Zusammenhang unabhängig, wie a und b mit Werten bestimmt sind, gilt diese Gleichung. Und deswegen haben wir hier eine Variable als unbestimmte. Wir haben aber noch eine andere Idee in der Mathematik. Und zwar die Idee der Unbekannten. Bei einer Gleichung x² minus 5x plus 6 gleich 0 ist eine typische Anweisung in der Schule, quasi den Wert für x zu ermitteln, weil der Wert von x bisher noch unbekannt ist. Das ist, wie Sie Variablen bisher kennengelernt haben. Und besonders in der Mathematik ist es wichtig, wenn anstelle der Variablen eine konkrete Zahl eingesetzt wird, dann ist darauf zu achten, dass überall, wo diese Variable auftritt, auch die gleiche Zahl benutzt wird. Sie dürften beispielsweise in dieser Zeile nicht in der gleichen Zeile einmal für x den Wert 5 und dann den Wert für x gleich 3 anwenden, sondern es ist gerade ein Platzhalter für immer den gleichen Wert, die gleiche Zahl. Und genau mit dieser Vorstellung gibt es einen Bruch in der Informatik. Wir haben schon mit Variablen in der Kunstwelt hantiert. Und zwar ist hier Alice eine Variable und der haben wir den Namen Alice gegeben. Und das Robot for Alice gibt an, was wir in der Variable mit Namen Alice speichern können. Wir wollen hier einen Roboter speichern, deswegen schreiben wir hier immer Robot davor. Nun haben wir hier dem Roboter, also einem neuen Roboter, an den Koordinaten 4, 7 mit Blickrichtung nach links und 5 Münzen einen Namen gegeben. Und damit können wir diesem Roboter Anweisung geben. Wenn wir diesem Roboter keinen Namen geben würden, in diesem Fall Alice, könnten wir diese Sachen hier nicht machen mit unserem Roboter. Denn unser Programm wüsste ja gar nicht, im Sinne von präzise, logisch, strukturiert und operationalisierbar, welcher Roboter gemeint sein soll. Deswegen ist es hier die Wichtigkeit von Namen und den Variablen. Also es ist auch hier eine Variable, können wir uns als Platzhalter für ein solches Objekt vorstellen, das ich mittels einem Namen ansprechen kann. Und es ist genau das Objekt, was ich vorher zugewiesen habe. Angenommen, wir wollen nur die Anzahl der Münzen von dem Roboter mit Namen Alice, die dieser Roboter zu Beginn hat, abspeichern, damit wir diesen Wert mit späteren Anzahlen von Münzen vergleichen können. Dazu müssen wir einer Zahl und nicht wie bisher ein Roboter einen Namen geben. Wie machen wir das? Also hier sehen Sie einmal, die Münzen sind 5 und die wollen wir uns irgendwie speichern. Wie machen wir das? Und 5, weil wir zu Beginn Alice 5 Münzen hat. Das machen wir ganz ähnlich wie zuvor. Hier haben wir wieder den Typ von unserer Variable. Vorher haben wir gesagt, wir wollen einen Roboter abspeichern, deswegen haben wir es Robot genannt. Hier steht aber nun Int. Was bedeutet dieses Int? Das Int ist eine Abkürzung für Integer und das bedeutet im Englischen ganze Zahl. Also wir wollen eine ganze Zahl abspeichern, weil unsere Münzen ja gerade, weil sie immer nur ganze Zahlen sind, wir können ja keine Kommazahlen als Münzen haben.
Jetzt brauchen wir noch einen Namen für diese Variable, in der wir die Münzen speichern wollen, also die Anzahl der Münzen. Die nennen wir Alice Coins at Start. Und Sie sehen, im Gegensatz zu der Mathematik ist es relativ üblich, sehr lange Variablen zu Namen zu haben, damit man sich darunter was Besseres vorstellen kann als x und später auch noch weiß, Alice Coins at Start, darunter kann ich mir auch etwas vorstellen. Und nun könnten wir jetzt einmal nur die 5 hinschreiben, aber es könnten, wenn sich dann irgendwie auf einmal Alice doch ändern würde und wir es umändern, dann würde es nicht mehr passen. Deswegen nehmen wir hier genau Alice get number of coins. Das gibt nämlich uns, wenn wir die zwei Zeilen untereinander ausfüllen, genau die Münzen zum Zeitpunkt des Starts. Und diese Methode gibt uns genau auch einen Int-Wert, also eine ganze Zahl zurück. Und diese ganze Zahl können wir wiederum der Variable zuweisen. Wir können aber nicht nur Zahlen abspeichern, sondern auch die booleschen Wahrheitswerte, die wir bereits schon kennengelernt haben, also wahr oder falsch, beziehungsweise im Englischen true oder false. Und damit können wir abspeichern, ob der Roboter mit Namen Alice zu Beginn überhaupt Münzen dabei hatte oder nicht. Und dafür steht uns analog zu int für Integer der Typ Boolean, was genau auf den booleschen Wahrheitswert verweist, zur Verfügung. Und hier nennen wir unsere Variable Alice has coins at start. Und rufen hier die Methode hasAnyCoins auf, die uns ja genau den booleschen Wahrheitswert zurückgibt, ob Alice zu Beginn Münzen dabei hat. Wie das mit den Variablen ist, wollen wir uns jetzt mal direkt anschauen. Hier haben wir also einen Roboter Alice an der Position 4, 6 erstellt und Alice hat zu Beginn 0 Münzen. Wir wollen uns jetzt abspeichern, das ist die Idee von Variablen, wollen uns Dinge speichern, wie viele Münzen Alice zu Beginn hat. Dafür schreiben wir, weil Alice nur quasi eine ganze Anzahl an Münzen hat, int für Integer, dann Alice Coins at Start. Und wie kriegen wir diese Anzahl raus? Dafür haben wir die Methode Alice get number of coins. Jetzt wollen wir nämlich was machen. Jetzt wollen wir einmal Alice laufen lassen, dass sie Münzen aufnimmt. Und wir sehen in Zeile 12, dass eine Münze auf einer anderen Position liegt. Und deswegen lassen wir jetzt Alice nach links drehen und eins laufen und sollen da eine Münze aufnehmen. Das machen wir über PickCoin. Und jetzt wollen wir das einmal vergleichend ausgeben. Und zwar machen wir mit System out print ln Alice hat Münzen zu Beginn, Leerzeichen Doppelpunkt und dann Punkt und die Variable, die hier, dessen Wert hier reingespeichert werden soll. Und zu Beginn hatten wir gesagt, das ist Alice Coins at Start. Und jetzt wollen wir das Gleiche nochmal machen mit den Münzen, die Alice aktuell hat. Und wie viele Münzen hat sie aktuell? Das ist immer Alice get number of coins. Dann schreiben wir nicht mehr zu Beginn, sondern aktuell. Und das probieren wir aus. Wir haben gesehen, dass Alice die Münze aufgenommen hat. Und das passt auch mit dem, was wir hier gemacht haben. Alice hat Münzen zu Beginn 0. Alice hat Münzen aktuell 1. Also, das hat schon mal geklappt und wir haben gesehen, was wir mit Variablen machen können, denn wir können uns da zum Beispiel, sonst wenn wir nämlich nur hier nochmal beides mal get number of coins ausgegeben hätten, hätten wir uns das nicht speichern können. Nun nochmal an einem Beispiel. Wie können Sie sich denn jetzt diese Variablen vorstellen, wenn es gerade sich immer etwas ändert? Und hier ist mal eine mögliche Vorstellung, dass Sie sich als Namensschild in einer Wäscherei vorstellen. Sie haben hier Ihr Wäschestück, in unserem Fall ist das unser Roboter mit bestimmten Eigenschaften und dem geben wir ein Namensschild. Und das hat das Namensschild Alice. Und wir müssen uns quasi gar nicht so sehr dafür interessieren, wir werden uns das etwas genauer anschauen, wie das funktioniert, aber ich weiß immer, wenn ich meiner Wäscherei, also wenn ich einmal Eclipse sage, ich möchte Alice ansprechen, dann ist das damit verbunden. Aber auch dieses Objekt, also das rechte hier, könnte natürlich noch ein neues Namensschild mit Bob bekommen. Dann würden sowohl bei Alice als auch mit dem Namen Bob könnte ich das gleiche Objekt ansprechen.
Wie sieht es nun ganz genau aus? Wir können uns ein mentales Objekt von unserem Computerspeicher vorstellen, denn es geht bei Variablen ja gerade darum, dass wir etwas speichern. So ein Objekt wie Robot, sie könnte in unserem mentalen Modell so aussehen. Das hier ist unser ganzer Speicher. Wenn wir hier das einmal ausführen, dann haben wir hier unsere Variable mit Namen myRobot. Die liegt irgendwo hier im Speicher. Aber dies, was auf was es verweist, also quasi unser Wäschestück, das liegt gar nicht da, sondern das liegt irgendwo anders. Und hier liegt quasi nur die Speicheradresse, an der steht, schau doch danach, da findest du es. Und hier liegt dann wirklich dieses Objekt, also unser Roboter mit der X-Koordinate, die ist in dem Fall 3, mit unserer Y-Koordinate, die ist 1, mit unserer Direction, also der Blickrichtung, die ist ab und Number of Coins ist 0. Und so können Sie sich einmal vorstellen, wenn wir Objekte haben, haben wir wirklich nur einen Zettel, wo drauf steht, schau bitte danach und da findest du es. Nun können Objekte aber auch mehrere Namen haben, so wie es gerade schon bei dem Wäschereibeispiel haben. Also, wir haben wieder unsere Zeile von eben, wir haben unseren Roboter. Und jetzt erstellen wir eine neue Variable vom Typ Roboter und wir wollen das darin speichern, was wir unter myRobot finden. Also zeigen letztendlich, also Pseudonym, schaut nach, was in myRobot steht und das weiß, ah okay, hier komme ich zu den Daten. Also habe ich diese gleichen Daten, die in myRobot gespeichert sind, auch drin. Also ich kann jetzt diesen Roboter sowohl mit dem Namen myRobot als auch mit dem Namen Pseudonym ansprechen. Wie sieht es nun? Wir hatten ja eben auch schon Int für die ganzen Zahlen. Hier sieht es im Speichermodell ein bisschen anders aus. Und zwar, Sie erinnern sich, eben hatten wir gesagt, wenn wir eine Variable haben, dann ist es gar nicht direkt abgespeichert, sondern nur die Adresse. Wenn wir sowas wie primitive Datentypen haben und das sind bei uns genau die ganzen Zahlen, also der Typ Int oder Boolean, dann liegt es wirklich direkt hier drin. Also wir können direkt darauf zugreifen und da steht einfach der Wert drin. Und wenn der Wert sich ändert, wird er auch direkt da reingespeichert. Es gibt keinen Verweis auf ein anderes Objekt, was irgendwo ist. Was ist das Ziel einer Zuweisung? Wir wollen den Wert einer Variable ändern. Dazu betrachten wir uns folgende zwei Zeilen. Das sieht erstmal verwirrend aus. Also in Zeile 1 setzen wir den Wert von StepLength auf 2 und wenn wir einmal die 2 für StepLength in der zweiten Zeile einsetzen, was passiert dann? Dann haben wir 2 ist gleich 2 plus 1. Das wiederum ist 3. Wie? Das funktioniert also schon mal nicht. Was ist also die Idee? Was müssen wir anders machen? Wir können also anscheinend nicht unsere Vorerfahrung von der Mathematik, dass wir einfach alles einsetzen, übertragen. Und die Idee ist, dass wir von rechts nach links lesen. Wenn wir jetzt die zweite Zeile von rechts nach links lesen, wie sieht es dann aus? Wir betrachten also als erstes Step Length plus 1. Und wie können wir uns das vorstellen? Wir können das uns vorstellen, eine Kiste, die mit Step Length beschriftet ist. Und das sehen wir in Zeile 1. Zu Beginn hat sie den Wert 2. Und wenn wir von rechts nach links lesen, hat sie auch hier den Wert 2. Dann nehmen wir diesen Wert 2 heraus. Und was wollen wir machen? Wir wollen ihn plus 1 rechnen. Also ist der Wert dann 3. Das ist das, was quasi hier, das ist kein Gleichheitszeichen, das ist eine Zuweisung. Bedeutet das, was wir hier rechts gerechnet haben, Step Length plus 1, was ja 2 plus 1, 3 war, wollen wir jetzt wieder in diese Kiste schreiben. Also, das ist immer noch die gleiche Kiste, nur zu einem späteren Zeitpunkt. Diesen Wert, den wir berechnet haben, schreiben wir in diese Kiste. Und das ist das, was wir in dieser Zeile machen. Jetzt wollen wir das einmal notieren, nochmal, wie dass diese Veränderung nochmal klar wird. Also, dazu machen wir uns einmal Platz. Hier schreiben wir die Zeile hin und hier den Wert von Step Length.
In Zeile 1 ist der Wert 2 und in Zeile 2 haben wir 2 plus 1 gerechnet, also hier ist der Wert dann 3. Was bedeutet das also als Konsequenz? Der Variablenwert ist zeitabhängig. Also, wenn wir schreiben den Variablennamen, dann das Zuweisungszeichen, den Variablennamen plus 1, rechnen wir zuerst die rechte Seite aus und schreiben den Wert hier wieder rein. Das bedeutet insgesamt, dass ich einfach, wie wir es hier gesehen haben, der Wert von StepLength sich um 1 erhöht hat. Wir wollen uns jetzt nochmal die Zuweisung genauer anschauen. Und zwar auch mit Zahlen, so wie wir es eben schon mal betrachtet haben. Wir speichern uns unter dem Bezeichner Zahl die Zahl 5 ab. Jetzt erstellen wir uns eine neue Variable, die nennen wir Zahl 2. Und die soll den gleichen Wert haben wie das, was gerade in Zahl drin steht. Okay. Was haben wir also gemacht? Wir wollen uns ein bisschen wie eine Tabelle vorstellen. Wir haben hier Zahl und Zahl 2. Und zu Beginn hat Zahl den Wert 5. Und in Zahl 2 sollen wir den Wert nehmen, der auch in Zahl drin steht. Das ist 5. Und wie nennen wir dieses ganze Ding, wenn wir uns irgendwie sagen, oh, wir wollen es nachverfolgen? Das ist eine Trace Table. Das bedeutet, dass wir das immer nach und nach verfolgen. Und jetzt schauen wir uns den geben wir uns auch noch mal den Wert aus. Und zwar von was geben wir uns den Wert aus? Zahl 2 hat Wert. Ja, das ist das, was in Zahl 2 drin steht. Wir haben gesagt, in Zahl 2 nehmen wir das, was in Zahl drin steht. Jetzt ändern wir mal Zahl ab. Zahl 2 ist jetzt auf einmal 10. Und jetzt schauen wir, wirkt sich das auch auf den Wert von Zahl 2 aus, denn wir hatten ja gesagt, Zahl 2 ist das gleiche wie der Wert von Zahl. Probieren wir mal aus. Wir sehen jetzt, Zahl 2 hat den Wert 5, Zahl 2 hat den Wert 5. Wir haben, und das, obwohl wenn wir gesagt haben, Zahl hat sich geändert. Jetzt müssen wir uns erinnern. Wir durchlaufen unser Programm von oben nach unten. Am Anfang setzen wir Zahl auf den Wert 5 und sagen, Zahl 2 hat den gleichen Wert 5. Okay, dann setzen wir Zahl auf 10. Das heißt aber nicht, dass wir Zahl 2 abändern. Also das, wenn hier unten in Zeile 24, was jetzt blau markiert ist, den Wert von Zahl auf 10 ändern, wirkt sich das jetzt nicht rückwirkend auch wieder auf Zahl 2 aus. Dann würden wir ja zeitlich zurückspringen. Wir gehen aber von oben nach unten. Das bedeutet, das wirkt sich nicht auf Zahl 2 aus. Also wir haben jetzt keinen Rückbezug, dass sich Zahl 2 die ganze Zeit merkt, ach ja, was ist denn jetzt das Neue von Zahl? Das ist nicht der Fall. Es wird einmalig zu diesem Zeitpunkt der Wert von Zahl in Zahl 2 gespeichert. Hier steht es auch nochmal, in Zahl ist 5. Aber dann wird einfach nur der Wert gespeichert und quasi, dass ich mir merke, dass das was mit quasi hier mit Zahl zu tun hat, das merkt sich Zahl 2 nicht. Jetzt wollen wir das Ganze mit Robotern machen. Also wir nehmen auch einen Roboter und einen Roboter 2. Also Robot, den nennen wir Robot, das ist ein neuer Roboter. An folgenden, an der Stelle 2, 3 und er hat zu Beginn 5 Münzen. Jetzt wollen wir einen zweiten Roboter haben. Den nennen wir analog zu Zahl 2, Robot 2. Und er soll den Wert von Roboter haben. Trace Table machen wir gerade mal weg. So, jetzt können wir uns ja nicht irgendwie Zahl 2 direkt den Roboter ausgeben lassen, aber wir können uns merken und ausgeben lassen, wie viele Münzen unser Robot 2 hat. Also nicht Zahl 2 hat Wert, sondern Robot 2 hat Münzen. Und wie kriegen wir die Münzen? Mit Gapped Number of Coins. So, jetzt wollen wir die Anzahl der Münzen von Robot verändern. Wie machen wir das? Wir lassen ihn einfach eine Münze ablegen. Dann verändert sich ja die Zahl, nämlich genau um 1.
Jetzt kopieren wir das noch einmal und probieren es analog zu eben aus und gucken, ob sich Roboter 2 auch nicht ändert, so wie eben Zahl 2. Da ist der Roboter, der hat eine Münze abgelegt. Moment, jetzt hat sich Roboter 2 verändert. So, ich erkläre Sie einmal, was der Unterschied ist. Eben hatten wir mit int, hatten wir den Wert rüber kopiert und ich habe gesagt, wir haben keine Verbindung mehr dazwischen. Hier bei den Robotern haben wir Objekte und hier geben wir die Referenz, also wirklich den Richt. Wir geben, wenn wir hier sagen, Robot 2 ist gleich Robot, dann ist es nichts anderes, als würden wir unserem Roboter, den wir hier mit Robot erstellt haben, einfach 2 Namen geben. Und das ist der Unterschied zwischen unseren Robotern und unseren primitiven Datentypen, sowas wie Zahlen oder boolsche Werte. Bei primitiven Datentypen übergebe ich nur Werte und hier gebe ich bei einer Zuweisung die komplette Identität. Das bedeutet, auch wenn ich gesagt habe, Robot 2 hat Münzen, es ist völlig egal, ob ich hier Robot 2 oder Robot schreibe. Dadurch, dass ich sie hier zugewiesen habe, haben sie die gleiche Identität. Sie beziehen sich nämlich beides mal auf diesen Roboter. Und deswegen wirkt sich das von Robot auch auf Robot 2 aus.